Manche unter euch mögen sich vielleicht erinnern, dass ich eine Predigtreihe hatte, zwei Predigten über das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Und ich habe damals gesagt, bei der zweiten Predigt auf die letzten Verse kann ich nicht eingehen, zeithalber. Aber es war nicht nur zeithalber, die zwei letzten Verse hatten es in sich und ich hatte keinen Zugang dazu. Ich hätte nicht direkt etwas sagen können, das mich angesprochen hätte. Und darum habe ich das auch auf der Seite gelassen. Es sind zwei schwierige Verse, wenn man die so liest und das dann mit der Wirklichkeit und der Erfahrung in unserem Leben vergleicht. Da kommen einem viele Fragen auf. Und doch haben diese Verse mich anschließend nicht in Ruhe gelassen. Ich musste immer wieder über die Verse nachdenken. Ich musste mich immer wieder fragen, was hat Jesus damit gemeint? Und wir wollen diese beiden Verse jetzt lesen, damit die Spannung nicht noch länger andauert, was denn das ist. Jesus sagt am Schluss dieses Gleichnisses, jetzt müsste eigentlich, jawohl, der Vers kommen. Jesus sagt dort, doch wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Was uns bei diesen Worten zuerst auffällt, ist natürlich die gewaltige Verheißung, die Jesus hier macht in diesen abschließenden Worten. Er sagt, ihr bittet um was ihr wollt und es wird euch gewährt werden. Das sieht ja aus wie ein Blankoscheck. Also wir können einfach bitten und es kommt. Das, was wir uns schon lange gewünscht haben, das sagen wir einfach und dann ist es da. Ich möchte hier einen kleinen Zwischenhalt machen. Wir werden uns jetzt ein Lied anhören von Jürgen Werth, einem Altmeister der christlichen Lieder. Und das habe ich letzthin vor einiger Zeit im ERF, als ich unterwegs war im Auto, gehört und habe gedacht, der sagt genau das, was viele denken. Und das hören wir uns jetzt an. Es gibt kein Bild, nichts, sondern nur der Ton. Hört gut hin.
Schade, dass Jürgen Werth das nicht hört, diesen Applaus. Ja, ist es das, was hier gemeint ist, was Jürgen Werth jetzt ebenso plakativ gesungen hat? Ich bitte und es kommt. Alles, was ich will, aber nicht zu viel. Ich denke, beim näheren Betrachten merken wir, so kann es nicht gemeint sein. Es kann nicht das sein, dass Jesus einfach unsere Wünsche, auch die versteckten Wünsche, so zufriedenstellt. Diese Aussage, die wir hier haben, ist kein geistliches Schlaraffenland. Ganz eindeutig nicht. Ich habe schon darauf hingewiesen in den ersten Predigten, dass das Kernthema des Gleichnisses vom Weinstock das Bleiben in Jesus ist, die Verbundenheit mit Jesus Christus. Und Jesus stellt sich ja da ganz klar in den Vordergrund gegenüber all denen, die ihm zugehört haben. Und ihnen hat er gesagt, vor allem den Jüngern, ich bin. Und das gilt für alle Ich-Bin-Worte. Da zeigt Jesus, wer er wirklich ist und niemand anders. Der ist einzigartig. Und so ist es auch in diesen beiden Schlussversen. Bevor wir nachdenken über das Bitten und Erhalten, müssen wir anderes noch vorher bedenken, nämlich die Bedingung, die Jesus hier stellt. Da ist eine Bedingung drin. Und erst dann können wir das auch nehmen, was Jesus sagt. Er sagt, doch wenn ihr in mir bleibt, das ist die Bedingung, und in meinem Wort bleibt, oder meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Also, wir sagen so schnell, dass wir in Jesus bleiben, aber haben wir schon einmal darüber nachgedacht, was das in der Tiefe heißt? Was bedeutet es, in Jesus zu bleiben? Und zwar immer im Alltag, wo wir auch sind. Wir sagen es schnell und meinen, es sei klar, aber ich denke, da gibt es noch einiges zu denken. Es geht wohl um viel mehr als um ein räumliches Nahesein oder einige Momente einfach der Stille. Ich möchte uns hineinnehmen in Gedanken, die mir in der Stille vor Augen gestanden sind, was das Bleiben bedeuten kann. Es ist keine Wortauslegung heute Morgen, sondern etwas, das mir durch die Stille mit diesem Wort aufgegangen ist. Kurz gesagt, bleiben heißt in Jesus zur Ruhe kommen. Was das heißt, werde ich noch weiter ausführen. Ich habe gedacht, wie kann ich das bildlich darstellen? Und mir ist nur das in den Sinn gekommen. Das Herz von Jesus und unsere Herzen in seinem Herzen drin. In Jesus zur Ruhe kommen. Die Möglichkeit besteht, dass wir bleiben negativ sehen. Da ist einmal das befehlsmäßige Bleiben. So wie wenn man einen Hund anherrscht, bleib. Natürlich, der schaut dann ängstlich hoch, gibt es jetzt Futter oder gibt es Strafe. Das ist nicht gemeint. Oder wir sehen Bleiben als etwas, das uns unbeweglich macht. Wir dürfen nicht weiter, wir können nicht zurück, wir können nirgends hin bleiben. Einfach festgefahren und wir stecken. Beides ist nicht gemeint, wenn Jesus seinen Jüngern und uns sagt, dass sie in ihm bleiben sollen. Jesus ist weder der gesetzliche Herrscher noch der Verhinderer des Lebens, sondern der, der gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wenn wir das schon überdenken, wir können nichts tun, dann müssen wir also in dem bleiben, in ihm bleiben, der alles zugesagt hat, und in ihm bekommen wir das, was wir brauchen. Also er bietet uns das Leben an, er bietet es uns an zu geben, und das ist ja das, was wir uns sehnen danach. Jesus weiß, dass wir ohne ihn wohl funktionieren können, rotieren können, in der Meinung, das sei das Leben, und das machen ja viele, aber dabei nichts bewirken, das in Gottes Augen auch Wert hat. Alles ist vergänglich
und fruchtlos. Letzthin standen wir in einem Laden an der Kasse. Wir kennen die Kassierin. Und dann sind wir auf dieses und jenes noch kurz zu sprechen gekommen. Und dann hat sie gesagt, warum machen wir das alles? Was nützt das alles? Das ganze Treiben, die Familie, der Mann und dann das Geschäft und alles. Was soll das alles? Das ist ja keine Antwort. Wir konnten dann nicht weiterreden. Aber für Jesus ist klar, entweder unsere Herzen kommen in ihm zur Ruhe oder wir sind und bleiben Getriebene von Zwängen und Wünschen, von Erwartungen und Forderungen von unserem Alltag, unserer Gesellschaft und von uns selber. Ohne diese Ruhe in Jesus kommen wir nicht heraus. Mir stand dieser Gegensatz in den vergangenen Tagen bildhaft vor Augen, auch als ich einige Bilder machte für eine Bauernfamilie, die ihre Produkte selber verwertet. Ich stand vor einem Bienenstock und staunte über das emsige Treiben dieser kleinen Schwerarbeiterinnen. Für mich wurde es zu einem Bild für unser ruheloses Treiben, ein Kommen und Gehen, ein Kommen und Gehen. Man muss sagen, wenigstens gibt es bei den Bienen dann noch Honig. Aber bei uns gibt es das nicht. Aber bei uns sieht es dann mehr aus, es ist ein Haschen nach Wind, ein Kommen und Gehen, wie in einem Bienenstock, ohne eben das Resultat. Am Tag darauf fuhr ich mit meinem Auto an einem abgelegenen Gehöft vorbei und sah ein wunderbares Riegelhaus, wie wir es im Thurgau viele haben und viel sehen, und las eine Schrift an der Wand, könnt ihr jetzt nicht lesen, aber da heißt es, ein Lied, ein altes Lied, im schönsten Wiesengrunde ist meiner Heimathaus. Da zog ich manche Stunden ins Tal hinaus. Dich, mein stilles Tal, grüße ich tausendmal. Da zog ich manche Stunden ins Tal hinaus. Wer kennt dieses Lied noch? Ja, es ist wahrscheinlich eher die ältere Generation, die das in der Schule noch gelernt hat. Es geht mir nun nicht um einen Hauch Nostalgie, überhaupt nicht. Dieses Lied wurde von einem Juristen geschrieben im Jahr 1880 ist er gestorben. Nun, er hat es vorher geschrieben, das ist nicht da drin, aber 1880, das ist ein altes Lied, das sehen wir. Gut, es drückt aber nicht Nostalgie aus für mich, sondern vielmehr das, was heute eben vielen fehlt. Eine innere Ruhe, in die man immer wieder zurückkehren kann, wie in das Haus eben im schönsten Wiesengrunde. Eine innere Ruhe, wo ich alles einfach mal weglassen kann. Und ich denke, dass eben das Bleiben in Jesus genau das ist, was wir brauchen. Diese innere Ruhe. Etwas, das mehr ist, als ab und zu eben einen Moment Stille haben. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, wenn wir sagen, wir machen stille Zeit. Wir setzen uns vielleicht hin und wollen dann ein Schriftwort lesen oder eine Auslegung und die Gedanken kreisen und kreisen und kreisen, aber nicht über das, was wir lesen wollen, sondern über alles andere. Das ist nicht gemeint, dieser Moment der Stille. Es ist viel tiefer in unserem Herzen. Im Folgenden möchte ich einige Aspekte dieses in Jesus bleiben erwähnen und zugleich schauen, wie Jesus selber das gemacht hat in seinem Auftrag, den er gehabt hat. Und kein Mensch auf dieser Welt hat einen größeren Auftrag gehabt als er. Und trotzdem ist er aus der Ruhe immer wieder gekommen. Aus der Verbundenheit mit seinem Vater. Das Erste, was mir wichtig geworden ist, bleiben in Jesus heißt eben, in ihm zur Ruhe kommen. Noch einmal, hier geht es nicht um ein Ab und zu in der Gegenwart Jesu stille werden, sondern um eine innere Ruhe, die uns selbst in der Hektik des Alltags eben bestimmen kann. Es ist eine Ruhe unserer Seele.
Es ist eine Ruhe unseres Herzens, wo wir loslassen können und alles in die Hände Jesu fallen lassen können. Jesus selbst ruft uns ja zu dieser inneren Ruhe auf, wenn er sagt, kommet her zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt auf euch mein Joch. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Merken wir, es heißt Ruhe finden für eure Seelen. Nicht einfach Ruhe finden für euren Körper, sondern für die Seele. Der Körper kann schon mal still sein, aber es ist es auch die Seele. Konkret kann das heißen, dass wir in persönlichen Energien, in Gesundheit, in den Forderungen der Arbeit, in unseren Beziehungen, die uns manchmal stark herausfordern, in den Wirren der Weltlage ruhig bleiben, in der Geborgenheit in Jesus. Im Wissen, er hat alles. Nicht nur mich, sondern alles in seiner Hand. Oder wie es David in einem seiner Lieder ausdrückt, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Meine Seele ist stille zu Gott. Das hat auch Augustinus später dann ausgedrückt, der Kirchenvater, und hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Das ist für viele Leute heute eine ganz gewaltige Herausforderung, in diese innere Stille und Ruhe zu finden, zu diesem Bleiben in Jesus. Bei uns muss ja immer alles rentieren. Es muss funktionieren. Es muss einen produktiven Sinn haben, uns weiterbringen, unsere Güter vermehren, Einschränkungen, Krankheit und Leiden müssen verschwinden. Das ist vor unseren Köpfen. Und wir meinen immer, alles unter der Kontrolle haben zu müssen und zu bestimmen, wohin die Reise geht. Es ist ein Hamsterrad, das uns letztlich ruhelos und ausgelaugt im eigenen Kollaps enden lässt. Ruhe ist für viele unproduktiv und Zeitverschwendung. Dabei ist es der Zustand der Herzensstille und der Anbetung Gottes und Jesu, wo ich sein darf, ohne mich erklären zu müssen, ohne etwas fordern zu müssen, ohne etwas wünschen zu müssen. Es ist eine Ruhe, in die ich einfach hineintauchen darf. Kennen wir das noch? Kennst du das? Es ist nichts Unproduktives. Denn zu dem ganzen Treiben in dieser Welt sagt Jesus, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seiner Seele? Diese Dimensionen, die stimmen nicht überein mit dem, was wir immer wieder erleben. In der Welt will jeder möglichst viel. Jeder. Nein, die es anders erkannt haben, nicht. Aber die meisten. Und Jesus sagt, es geht um die Seele. Du kannst die ganze Welt gewinnen. Deine Seele ist mehr wert. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Frage ist nun, was heißt verleugnen? Verleugnen heißt, David Gutzig schreibt das in einer Auslegung, sich selbst zu verleugnen bedeutet, als eine Person zu leben, die eine andere in den Mittelpunkt stellt. Das heißt, ich stelle in meinem Leben nicht mich in den Mittelpunkt, sondern Jesus. Und wenn ihr jetzt denkt, der kann schon gut reden, der kann es einfach sagen und dann müssen es die anderen machen. Ich muss das auch. Nicht immer gelingt es mir. Aber genau das ist das, was es heißt, sich selbst zu verleugnen. Eine andere Person.
Und da ist natürlich Jesus Christus gemeint, in den Mittelpunkt stellen. Was kann es weiter heißen, in Jesus zu bleiben? Bleiben heißt, ich ergebe und unterordne mich in seinen Willen und lasse mich durch ihn begrenzen. Überall wird uns ja heute gesagt, dass wir uns nicht immer alles bieten lassen müssen, sondern unseren Willen auch durchsetzen sollen. Wir werden von klein auf getrimmt mit einer Ich-Philosophie. Kein Wunder, wenn wir heute so viel Egoismus begegnen. Und jeder oder viele sagen, mir muss keiner sagen, was ich machen muss. Nicht mal die Regierung. Ich will mich nicht daran halten. Egoismus pur. In einem gewissen Sinn ist es natürlich schon richtig, wenn wir uns nicht von jedem und jeder Lehre an der Nase herumführen lassen, bis wir nicht mehr wissen, wer wir sind und was wir wollen. Aber ist denn das, was ich will, immer das Richtige? Wenn Jesus uns dazu aufruft, in ihm zu bleiben, heißt es auch, dass er mich führen will und dass er mich führen wird und ich eben in seiner Führung wieder zur Ruhe kommen kann, auch wenn es nicht so kommt, wie ich geplant habe. Jesus selbst war in seinem Erdenleben vollkommen eins mit dem Vater. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Und in dieser Einheit hat er sich dem Willen des Vaters voll und ganz unterstellt. Und er hat sich in diesem Willen auch begrenzen lassen und sagt, nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Das kann für uns heißen, dass wir sehr wohl in unserem Alltag Dinge planen können, aber nicht aus der Bahn geworfen werden, wenn es anders kommt, wenn wir alles in die Hände Jesu legen. Allgemein sagen wir dem, wir müssen loslassen können. Loslassen in die Ruhe, in Jesus, im Wissen, er macht's richtig. Diese Stunden vom Loslassen, die können für uns auch hart sein. Das ist ganz klar. Da kann es manche Herausforderungen geben. Aber es ist das, was uns immer wieder auch Hoffnung und sichere Zukunft schenkt in Jesus. Weiter heißt, bleiben in Jesus, alles von ihm zu erwarten. Wenn wir uns Jesus ergeben und anvertrauen und seinem Willen unterordnen und uns von ihm begrenzen lassen, dann dürfen wir auch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn du willst, dass ich mich dir überlasse, dann erwarte ich von dir auch das, was ich in meinem Leben brauche. Darin ist uns Jesus ja auch ein Vorbild. In der Versuchungsgeschichte hat ihm der Teufel vorgegaukelt, dass er ihm auch die Dinge geben könnte, die er nun jetzt im Moment braucht. Aber Jesus hat ganz anders reagiert. Er sagte, wenn du der Sohn bist, Sohn Gottes, sagt der Teufel, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus meinem Mund oder Gottes Mund kommt. Das kann bedeuten, dass wir Dinge und Güter, auch Ehre und Einfluss, nicht durch unlautere Weise und Lügen oder Unehrlichkeit an uns geben lassen. Wenn es nicht ehrlich und wahr und lauter geht, dann lassen wir die Finger davon. Nun haben wir geschaut, was Bleiben in Jesus bedeuten kann. Es gibt aber noch mehr Aspekte und Jesus sagt aber weiter, er geht weiter und sagt, nicht nur bleibet in mir, sondern meine Worte sollen auch in euch bleiben. Das heißt, dass die Worte, die er gesagt hat, auch uns bestimmen sollen. Bleiben in Jesus hängt zusammen mit der Treue zu Gottes Wort. Die Liebe zu Jesus schließt eine ehrfürchtige Haltung der Lehre Jesu gegenüber mit ein. Und das bezieht sich nicht auf ein theoretisches Fürwahrhalten, sondern es meint eine ganz praktische Haltung im wirklichen Leben und im wirklichen Alltag.
Das kann ich nun jetzt nicht weiter ausführen, aber wir wissen alle selber, dass das immer wieder uns auch vor Schwierigkeiten führt und herausfordert. Wem vertraue ich jetzt? Der Situation oder dem Wort Gottes? Es ist ein Leben, das Jesus uns sagt, dass wir es führen sollen, orientiert an seiner Gegenwart im Wort und in der Kraft des Heiligen Geistes. Kehren wir nun zurück zum Text, den ich am Anfang gelesen habe. Jesus sagt, doch wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Jesus macht also unser Bitten abhängig von unserem Bleiben in ihm und unserer Treue zum Wort. Wenn ihr bitten werdet, was ihr wollt, ist also kein Blankoscheck, sondern es nimmt uns zuerst hinein in unser ganz persönliches Leben und Verhalten, in unser Verhältnis mit Jesus Christus. Unsere Beziehung zu Jesus und unser Leben in ihm ist wie ein Filter, sozusagen ein Filter, der unsere Gebete filtert und die Beweggründe unserer Gebete immer wieder aussortiert und dass wir sie hinterfragen können, ob sie dem Willen Gottes entsprechen. Bleiben in Jesus und bleiben im Wort ist der Filter, der uns gegeben ist, um dann auch Erhörungen erleben zu dürfen. Ich weiß, nicht alles wird gerade im Moment erhört, was wir bitten. Es kann sein, dass es später kommt. Es kann sein, dass es in der Zeit, in der wir weiterleben, von Stück zu Stück immer wieder mehr erhört wird. Das haben wir nicht in der Hand. Aber wir müssen immer wieder uns bewusst machen, unser Bleiben in ihm und in seinem Wort ist der Filter für unsere Gebete. Es ist eine Auslegung, in der das geschrieben ist. Der Test eines jeden Gebets ist, kann ich es im Namen Jesu sprechen? Kein Mensch könnte zum Beispiel für persönliche Rache beten, für persönliche Ambitionen, für irgendein unwürdiges oder unchristliches Ziel im Namen Jesu. Das ist das Sieb, das ist der Filter. Das könnte nun uns entmutigen, aber es muss uns nicht entmutigen, denn Jesus fährt weiter und sagt, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Was meint Jesus damit? Meine Jünger werdet? Die 12, die er um sich hatte, die waren ja schon seine Jünger. Sie sind seine Jünger. Und als diese sollen sie durch ihr Bleiben in Jesus mehr Frucht bringen, die den Vater ehrt. Doch wie unser Bleiben in Jesus nicht an einer einzigen Entscheidung gemessen wird, so wird auch die Frucht, die im Leben entsteht, nicht in einem einzigen Moment gemessen, sondern sie entsteht in unserem ganzen Leben. Mit der Hinwendung zu Jesus sind wir seine Nachfolger. Mit dem Bleiben an ihm werden wir immer mehr zu seinen Jüngern, die immer tiefer erfassen und begreifen, was Jesu Wille ist. Ein Bild kurz kann uns helfen. In einer Firma wird ein neuer Mitarbeiter eingestellt und ein Vorgesetzter informiert seine Kollegen mit den Worten, das ist unser neuer Mitarbeiter und wir sind überzeugt, dass er ein guter, wertvoller Mitarbeiter wird. Er ist es schon, aber erst in dem Gang durch das Leben, in der Praxis, wird er es dann echt. Und es stellt es unter Beweis, was er ist. Als Jünger Jesu dürfen wir Lernende sein, sowohl im Bleiben an Jesus und seinem Wort, als auch im Gebet mit unseren Bitten. Wir dürfen bitten, wir dürfen Jesus alles bitten, aber lasst uns immer wieder filtern. Durch diese Tatsache bleiben wir in ihm, bleiben wir in seinem Wort. Paulus drückt es so aus, dass wir beten dürfen und dass
das Bleiben in ihm uns immer wieder mehr verändert, dass wir Jesus ähnlicher werden. Der Geist des Herrn wirkt in uns so, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist ein Werden. Wir sind es, aber wir werden es. Und so ist es auch in unserem Leben. Und ehrlich gesagt, manchmal wissen wir ja gar nicht, was wir beten sollen. Da kommen manchmal Situationen auf uns zu und wir stehen da und sagen, für was soll ich jetzt beten? Was ist jetzt das Richtige? Auch da müssen wir uns nicht entmutigen lassen, denn der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, warum wir oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das nicht in Worte zu fassen ist. Und in dieser Zeit dürfen wir bleiben und ruhen in Jesus, im Aufblick zu ihm. Nicht viele Worte machen, sondern da sein, sagen Jesus. Ich bleibe in dir, ich weiß nicht was, aber du weißt es. Fassen wir zusammen. Bleiben in Jesus heißt, in ihm zur Ruhe kommen. Und bleiben in Jesus heißt, ich ergebe und unterordne mich seinem Willen und lasse mich durch ihn begrenzen. Bleiben in Jesus heißt, alles von ihm erwarten und bleiben im Wort heißt, sich dem Wort Gottes unterordnen. Doch wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Das wünsche ich uns. Wir beten.